Dies ist die Sendung Macht und Menschenrechte am Donnerstag, den 19. Februar 2015. Wir haben heute zwei Themen. Gleich wird es als erstes mit Alexander Benisch von Recenter um die Ukraine gehen, genauer gesagt um die ukrainische Rüstungsindustrie und die Bedeutung für Russland. Als zweites werden wir uns beschäftigen mit dem österreichischen EU-Austrittsvolksbegehren, welches unter anderem von der Initiative Heimat und Umwelt getragen wird, beziehungsweise Inge Rauscher und auch von weiteren Personen und Initiativen. Kommen wir nun als erstes zur Ukraine. Ich darf jetzt in unserer Sendung Alexander Benisch begrüßen. Hallo Alex. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, du hast einen sehr aufschlussreichen Artikel geschrieben, die Ostgeschäfte der Bilderberg-Konzerne. Und da würde ich gern als erstes fragen, wie abhängig sind denn Russland und die Ukraine von der Rüstungsindustrie, die sich dort im Osten der Ukraine befindet? Zunächst mal ist es eine ziemlich heftige Ironie, dass die Ausrüstung der russischen Truppen auf der Krim und der pro-russischen Separatisten der Ostukraine ausgerechnet von der ukrainischen Rüstungsindustrie abhängt. Als die Sowjetunion 1991 endete, befanden sich 30% der sowjetischen Rüstungsindustrie auf ukrainischem Gebiet. Das waren rund 750 Fabriken, 140 weitere Einrichtungen mit dem Personal von insgesamt über 1 Million Menschen. In den vergangenen Jahrzehnten hatte man sich konsequent in die Pleite hineingerüstet, um mit dem Westen mitzuhalten. Dann mit dem Fall des Eisernen Vorhangs fiel der militärische Etat des Sowjets schlagartig um 96%. Die ukrainische Rüstungsindustrie suchte dann neue Kunden, belieferte in dieser neuen Welt dann auch andere Länder, beschäftigte weiterhin ein paar hunderttausend Arbeiter. Nichtsdestotrotz blieben die Bindungen an Russland sehr eng. Also einige für das russische Militär essentielle Komponenten werden exklusiv in der Ukraine hergestellt und lassen sich nicht einfach irgendwo anders kaufen. Moskaus Plan war gewesen, umgerechnet 560 Milliarden Dollar bis zum Jahr 2020 auszugeben, um das eigene Militär samt dem Atomwaffenarsenal zu erneuern. Wegen dem Ukraine-Konflikt ergaben sich aber jetzt zwei sehr gewichtige Probleme. Erstens ein Mangel an lebenswichtigen Bauteilen und Ersatzteilen und zweitens Finanzierungsprobleme, die durch die westlichen Sanktionen entstanden sind. Also mehr als die Hälfte von Russlands Nuklearwaffenarsenal wurde entweder in der Ukraine gebaut oder verwenden ukrainische Navigationssysteme bzw. Zielsysteme. Also das gesamte Rückgrat der nuklearen Kapazitäten ist die Interkontinentalrakete, die RS-20B. Und ohne die Ersatzteile und Serviceleistungen aus der Ukraine wird es sehr schwierig sein, diese veralteten Raketen intakt zu halten, bis die Nachfolger produziert werden können. Dann braucht man außerdem dringend 3000 Motoren für Helikopter und die Russen selbst können kaum eigene herstellen. Die Antonov-Lufttransportmaschinen benötigen ebenfalls neue Motoren, U-Boot-Jäger, ballistische Raketen müssen eigentlich in der Ukraine gewartet werden und. Also man hat also im Osten und Süden der Ukraine ein ganzes Geflecht an Rüstungskonzernen, alles nahe der russischen Grenze, denn wie gesagt, diese Strukturen stammen aus der Sowjetzeit, die Russen wollten einfach diese Produktion in der Ukraine möglichst nahe an der russischen Grenze halten. Und vergangenen Dezember, als der Russland-treue Präsident Janukowitsch noch ukrainischer Staatschef war, wurden Gasverkäufe und Rüstungsdeals im Umfang von 15 Milliarden Dollar vereinbart. Also in den Planungen bis zum Jahr 2020 war eigentlich vorgesehen, dass die Ukraine weiterhin wichtige Teile liefert. Und inzwischen hat das Parlament in Kiew eine Kriegssteuer von 1,5% auf alle Einkommen beschlossen, dann weitere Steuern erhöht, um die eigene Rüstung hochzufahren. Also man hat das gesteigert um 60% vom einem Jahr auf das nächste. Und während die ukrainische Rüstungsindustrie bisher praktisch alle Erzeugnisse ins Ausland exportierte, kauft jetzt der Staat selbst ein. Also 53% der ukrainischen Ausrüstung sind über 25 Jahre alt und nur 1,2% sind neuer als 10 Jahre. Durch die Annexion der Krim gewannen die Russen 13 Anlagen, die eigentlich dem ukrainischen staatlichen Rüstungskonzern Ukroboronprom gehörten. Es handelt sich dabei um Fabriken für Flugzeugteile sowie Werften. Im Donbass verlor Kiew Zugang zu Fabriken für Munition, Sprengstoffe, Motorenteile und Radarsysteme. Berichten zufolge transportierten russische LKWs die Produktionsmaschinen ab.
Also den Separatistenführern wurde zwar vom Kreml das Blaue vom Himmel versprochen, also dass da Novorossija aufgebaut wird, neue Pufferstaaten. Die Separatistenführer träumen dann von Reichtum, dass sie vielleicht irgendwann leben, wie Janukowitsch gelebt hat. Letztendlich sollen sie aber hauptsächlich den Kopf so lange hinhalten, bis die Rüstungsproduktion abgebaut und abtransportiert ist. Interessanterweise wird ja auch bei RT Deutsch zum Beispiel von selbsternannten, die werden ja oft im Zusammenhang mit dem Adjektiv selbsternannt gebracht. Also Moskau scheint wirklich nicht bedingungslos hinter denen zu stehen. Nee, es ist ein ganz, ganz trickreiches diplomatisches und militärisches Spiel, was man hier treiben muss. Denn man muss das ganze Bild betrachten. Also Russland hatte diesen Rüstungsplan bis zum Jahr 2020, um alles zu erneuern. Jetzt ist das Ganze ziemlich durcheinander geraten. Und Analysten sagen, Russland fehlt das Geld und auch die Geduld, um jetzt eine Invasion, eine größere Invasion durchzuführen in der Ukraine. Sondern anscheinend hat man sich damit zufrieden gegeben, Gebiete im Osten und im Süden zu halten erstmal, einfach um die wichtigen Produktionsmaschinen aus den Fabriken abzutransportieren, um das alles mehr oder weniger dann fortzuschaffen. Und erst wenn dann quasi dann die russische Rüstungsproduktion wieder in Gang ist und wenn man den Zeitplan wieder aufgeholt hat, erst dann wird ernsthaft verhandelt werden um einen Rückzug der Russen. Also beziehungsweise um halt vielleicht eventuell einen kleinen Pufferstaat oder so eine Pufferzone, wie auch immer. Aber das ist das Wichtigste. Deswegen nimmt auch Russland anscheinend die ganzen Sanktionen in Kauf, weil einfach der Verlust der Rüstungsproduktion wäre einfach teurer. Es ist eine sehr, sehr einfache Rechnung. Also man hat hier auf der einen Seite Verluste durch die Sanktionen im Umfang von paar hundert Milliarden, aber Experten sagen, der Ausfall der Rüstungsproduktion schlägt mit zu Buche mit mehreren tausend Milliarden Dollar. Und dann ist die Entscheidung natürlich sehr, sehr einfach. Ja, vor allem denke ich mir, es geht ja auch um Abschreckung. Kein anderes nicht-westliches Land hat genug Abschreckungspotenzial, um den großen westlichen Atommächten ein Gleichgewicht darzustellen. Krieg ist nicht so, wie die meisten sich das vorstellen. Also was man aus den Filmen immer kennt, dass dann quasi die leidenschaftlichen Soldaten dann für ihre jeweilige Sache kämpfen und so. Sondern dass das wichtigere Element ist eigentlich Industrieproduktion, technologischer Fortschritt und Logistik. Also das sind so die wichtigsten Sachen, die eigentlich relativ banal wirken, banal klingen. Aber das ist letztendlich das Rückgrat jeder größeren Staatsmacht. Und wenn wir jetzt die zwei großen Player betrachten, Russland versus die USA, dann stellen wir natürlich ein nukleares Gleichgewicht in etwa fest. Beziehungsweise die Russen haben im Moment vielleicht so ein bisschen die Nase vorne mit der Anzahl an Nuklearwaffen. Die Doktrin noch angepasst, die russische Militärdoktrin, also taktische Nuklearwaffen werden wahrscheinlich eher eingesetzt als die größeren. Analysten sagen auch, glaube ich, Forbes Magazine hatte so einen Analysten, der dann gemeint hat, naja, es kann soweit kommen, dass quasi kleinere taktische Nuklearsprengköpfe, dass da die Kontrolle nicht so groß ist wie bei den großen Atomwaffen, wo dann wirklich Moskau dahinter steckt und nur Moskau hat die Codes und kann dann letztendlich den Einsatz autorisieren, sondern diese kleineren taktischen Waffen, die werden dann den Kommandeuren übergeben, in einem regionalen Konflikt, wie beispielsweise in der Ukraine. Und die können dann unabhängiger von Moskau entscheiden über den Einsatz. Also einerseits schaut es aus wie so ein Gleichgewicht. Auf der anderen Seite, wie ich ja eben erklärt hatte, Russland braucht noch länger, bis die neuen Atomwaffen fertig sind. Die alten sind ja 25 Jahre alt, eigentlich am Ende ihrer Dienstzeit, müssen aber erneuert werden mit Hilfe ukrainischer Produktionsanlagen und so weiter. Einfach um diese Zeit zu überbrücken. Ein Ungleichgewicht erkennt man allerdings in der Logistikkapazität, in der Industrieproduktion. Also die Amerikaner sind da einfach weit, weit voraus. Man hat unzählige Unternehmen, von denen man Rüstung beziehen kann. Man ist da immer sehr weit vorne. Und auch die langfristigen Perspektiven. Die Russen haben einfach nicht diese Art von Wirtschaft, die man braucht, um tatsächlich ein militärisches Empire zu halten. Weil wenn man jetzt länger in die Zukunft denkt, also über 2020 hinaus, was bedeutet das? Die Amerikaner werden wahrscheinlich mit ihren europäischen Partnern einfach industriell
vorbeiziehen. Das heißt, je länger sich diese Spannungen, je länger sich das je länger das hinausgezogen wird, umso eher wird der Westen den Osten hinter sich lassen. Und das wissen die Russen natürlich auch. Also ist hier dann doch ein relativ großes Ungleichgewicht da. Und die Russen fürchten natürlich, dass der Westen irgendwann so einen hohen Fortschritt hat, dass dann quasi der unpenetrierbare Raketenschild entworfen wird oder irgendwas anderes entworfen wird, das einfach ja den Amerikanern den Vorsprung gibt, der nie mehr einzuholen ist. Also das sind alles Überlegungen und natürlich versuchen sich die Russen und die Chinesen so ein Zeitfenster zu sichern ab 2020, wo man sagt, okay, hier muss irgendwas Größeres passieren, um das Machtgleichgewicht zu verschieben. Ansonsten, wenn es jetzt ein kalter Krieg wird die nächsten 30 Jahre, dann passiert das Gleiche wie im letzten Kalten Krieg, nämlich die Amerikaner haben einfach mehr Geld, ziehen vorbei und irgendwann wird dieses Arms Race einfach verloren von den Russen. Wirtschaftlich. Dass ihnen das Geld wirtschaftlich ausgeht. Und militärisch. Wirtschaftlich und militärisch und industriell, weil das alles zusammenhängt. Ich habe mir mal die Stimme Russlands angeschaut. Mitte Februar 2014, als die Regierung Janukowitsch noch dran war, machte man sich Sorgen darüber, was mit der Rüstungsindustrie ist und dass sowohl Russen als auch Chinesen auch zumindest Zulieferteile aus der Ukraine benötigen. Und im April 2014 hat man dann eher beruhigend geschrieben, dass das eine Herausforderung für die russische Industrie ist, sagt nach. Habe ich von der Stimme Russlands jetzt nicht nochmal gelesen, dass sie das Thema so groß angesprochen hätten. Ja, die russischen Medien haben natürlich immer ein sehr großes Problem damit, irgendwo Schwäche zuzugeben. Also ganz egal, ob es jetzt um die russische Wirtschaft geht, die Folgen der Sanktionen geht, das ist einfach tabu. Es wird keine Schwäche zugegeben. In Amerika ist das anders. Da wird ja jedes Thema natürlich auf einer kontrollierte Art und Weise in den Massenmedien durch den Kakao gezogen. Also da wird dann lang und breit gestritten über alles und in Russland finden solche Diskussionen eigentlich nicht statt. Da wird kein bisschen Schwäche zugegeben. Also muss man da das Ganze ein bisschen objektiver betrachten. Jedes Land hat Schwierigkeiten und Herausforderungen. Außerdem ergibt sich da natürlich jetzt auch ein neues Problem mit der ukrainischen Rüstung, weil die Ukraine könnte sich nicht mehr gebunden fühlen an die alten Vereinbarungen. Also, wenn die ukrainischen Konzerne Interkontinentalraketen produzieren, beziehungsweise die wichtigen Teile produzieren, dann ist natürlich Teil der Vereinbarung, dass die Ukrainer diese Technologie nicht auch an irgendwelche Drittstaaten verkaufen. Sondern die Russen haben darauf bestanden und darauf beharrt, das liefert ihr nur an uns, nicht an irgendwelche anderen Länder, weil das würde das Machtgleichgewicht verschieben. Jetzt ist die Gefahr, dass die Ukraine solche Technologie weiter verscherbelt an China, Nordkorea, Syrien, Iran und so weiter. Eigentlich alles irgendwo Partner der Russen. Auf der anderen Seite könnten sich dann neue Probleme ergeben. Also wenn dann beispielsweise ein Iran dann zu selbstständig wird, wenn der Iran tatsächlich dann über Atomsprengköpfe verfügt und Interkontinentalraketen, die man gekauft hat aus der Ukraine oder über Umwege, das würde das Machtgewicht verschieben zwischen dem Iran und Russland, die ja inzwischen also momentan zusammenarbeiten. Außerdem gibt es Gerüchte aus Russland, dass Raketentechnologie an die Türkei verscherbelt wird. Also da könnten dann lauter neue Probleme entstehen in Russlands Hinterhof und das wollen die Russen sicherlich auch nicht. Das ist so eine weitere Geschichte, die gerade stattfindet. Also es gab in der Vergangenheit immer wieder Spione von China, Nordkorea, Syrien, Iran und so weiter, die haben dann versucht, in der Ukraine Rüstungskonzerne zu infiltrieren, Geheimnisse zu stehlen, einfach um sich die Entwicklungsarbeit zu sparen. Also, wie gesagt, Technologie, Produktionsanlagen und so weiter, Entwicklungen, das macht letztendlich das Machtgleichgewicht aus. Und ich denke mal, dass die NATO versucht, hier möglichst viele Probleme für Russland zu schaffen, einfach um die Russen mehr einzubinden. Denn Russland ist eine Kontinentalmacht, Russland ist keine Seemacht. Russland versucht das zu ändern, indem man einfach weiter nach Westen vordringt, also weiter nach Europa vordringt. Der große Traum der Russen war ja immer, dass man beispielsweise Schweden, Norwegen besetzt, Finnland besetzt, einfach um dann Seezugang zu haben, weil man kann nur globale Macht projizieren, wenn man richtigen Seezugang hat, beziehungsweise dann auch
die passenden Flugzeugträger hat. Also das, was China ja jetzt versucht, die wollen auch bis zum Jahr 2020, glaube ich, insgesamt 4 oder 5 Flugzeugträger haben, bauen die Infrastruktur im Asien, im asiatischen Raum, also die ganzen Häfen und Zwischenstationen und so. Also das ist, worauf man sich fokussieren muss, die Logistik, die Produktion, die finanzielle Kraft dahinter, weil wenn man sich irgendeinen Konflikt anschaut, wie gerade im Donbass oder wo auch immer, wir hatten erst einen Artikel auf recenter.com über die verwendeten Waffen, da hat man teilweise uraltes Gerät, was immer noch funktioniert, das verwendet wird, man hat aber auch neue Sachen und wenn man sich ein so ein Ding anschaut, das ist zum Beispiel so ein populärer Schulter-Raketenwerfer, das ist recht kompakt, aber da kann man dann irgendwie auf Flugzeuge schießen und so, kostet ein so ein Ding $80,000. Und da merkt man schon mal wieder, in was für eine Liga man eigentlich spielen muss, um hier tatsächlich ja an einem Empire zu basteln, beziehungsweise irgendeine Art von Gleichgewicht zu schaffen. Du hast gesagt, dass die in der Ukraine jetzt 1,5% Kriegssteuer machen für eigene Rüstung. Heißt das, dass sie an anderen Orten der Ukraine jetzt neue Werke aufbauen? Sicherlich. Also es gibt Artikel in Nachrichten über die Panzerproduktion. Also man will jetzt dann mehr eigene Panzer herstellen und so weiter und so fort. Alles Mögliche, was für die Rüstung notwendig ist. Also selbst wir, denn ich mache nicht nur Medien, sondern wir handeln auch mit teilweise mit Gebrauchtgütern, also von alten Bundeswehrbeständen und so weiter. Und was wir halt eben auch mitkriegen, ist, dass sehr viel weggekauft wird. Also Dinge, die bei der Bundeswehr nicht mehr benötigt wurden, das können palettenweise Socken sein, Armeesocken, ja, Wintersocken für die jetzige Situation einfach in der Ukraine. Das sind andere Geschichten, einfach Gebrauchsgegenstände mit irgendeinem militärischen Bezug. Und da wird gekauft und gekauft und gekauft. Und das sind einfach diese ganzen Dinge, die notwendig sind. Also da denkt man erstmal jetzt gar nicht so dran, wie wichtig Socken sind. Allerdings, wenn man tatsächlich ein Soldat ist, dann erkennt man sehr schnell die operative Bedeutung, die exorbitante Bedeutung von funktionierenden Wintersocken. Und all das spielt hier eben mit rein. Also die Ukrainer fahren ihre eigene Rüstung hoch, anstatt alle Güter einfach ins Ausland zu exportieren, um damit Profit zu machen. Ukraine ist, glaube ich, einer der 8 größte Rüstungsexporteur der Welt, irgendwo auf jeden Fall in der Oberliga. Und natürlich, jetzt war mit Diskussion gesehen, in Amerika sollen wir Waffen liefern an die Ukraine, sollen wir es nicht machen. Die einen sagen, hey, wir müssen das tun. Die anderen sagen, man würde Russland damit in so eine Art Vietnam reinziehen oder so eine Wiederholung des Afghanistan-Fiaskos, dass die Russen dann ihr Gerät und ihr Geld und ihre Männer da verschleudern für nichts und wieder nichts. Allerdings gibt es da so ein paar bremsende Faktoren. Das eine ist, die Russen wollten bislang verhindern, dass die ukrainische Armee auf dem Rückzug die ganzen Produktionsanlagen zerstört, die dann verloren gingen für Russland. Das ist auch so ein Ding. Und die Amerikaner schieben lieber Geld in die Ukraine und bestimmte Güter, die jetzt nicht unbedingt Waffen sind, aber trotzdem eine militärische Bedeutung haben, also vom Fahrzeug, Ersatzteile, Kommunikation, Satelliten, Bilder und weiß Gott was, modernste Funkgeräte, also alles hat eine militärische Bedeutung. Socken haben eine militärische Bedeutung. Deswegen liefern die Amerikaner lieber sowas und schauen, dass sie einfach dann die ukrainische Rüstung aufbauen und dass die NATO halt in der Öffentlichkeit nicht auftritt als eskalierende Macht, sondern dass man eben den Eindruck erweckt, naja, wir lassen die Ukraine ihr eigenes Schicksal bestimmen. Also das ist dann so das übliche Theater. Die strategische Bedeutung der Ukraine scheint ja deutlich über Waffenfabriken, Waffenproduktion und Export hinauszugehen. Ich denke, da ist ja vor allem auch die Lage der Ukraine. Die Lage ist das eine. Gibt verschiedene Faktoren. Die Lage, Prestige, Produktion,
Menschen, weil Russland hat eine relativ kleine Bevölkerung von 140 Millionen Leuten, die sind dann über unzählige Kilometer und verschiedene Zeitzonen verteilt. Also Russland braucht Leute, Russland braucht Produktion. Und deswegen hat man ja diesen großen Eurasienplan, dass man dann so eine Art Großreich hat, das bis nach Portugal reicht, also von Lissabon bis Vladivostok. Die Russen versprechen zwar so eine Art Eurasische Union, wo dann die einzelnen Staaten dann doch irgendwie souverän sein sollen. Aber ich meine, machen wir uns nichts vor. Moskau will das ganze Ding dominieren. Ich denke, das überrascht niemanden. Und die Ukraine ist deshalb einfach ein wichtiger strategischer Punkt. Außerdem möchte man diesen Puffer haben. Im Kalten Krieg war die Pufferzone praktisch Deutschland, weil hier verlief die Grenze zwischen NATO und Warschauer Pakt. Und jetzt ist es halt die Ukraine. Das heißt, die Russen hatten eigentlich einen Deal mit Washington vor langer Zeit. Das hat man ja schon immer gesehen im 20. Jahrhundert. Da wird dann quasi ausgehandelt, okay, dieses Land wird komplett von Russland kontrolliert, dieses Land wird komplett von den USA kontrolliert und in diesem Land ist es 90-10% Kontrolle der Amerikaner oder wie auch immer. Also sowas wird ausgehandelt. Und Putin in seinen Reden in den vergangenen Monaten hat immer wieder bemäkelt, dass quasi dann solche Abmachungen gebrochen wurden. Also es hieß doch, wir hatten doch einen Deal. Warum bricht die NATO diese Deals und wo kommen wir denn da hin? Und ich meine, man muss sich auch überlegen, wie einfach es eigentlich wäre für Moskau und Washington, hinter verschlossenen Türen auszumachen, okay, ihr regiert den Teil der Welt und wir den, fertig, aus. Wir leben alle dann in unseren Schlössern, also die Elite. Wir leben alle in unseren Schlössern, die Kinder der russischen Elite gingen alle auf amerikanische Unis oder lebten in Europa, feiern dann Partys in London oder in New York mit quasi den Kindern der westlichen Eliten. Und also man wuchs eigentlich so richtig zusammen, businessmäßig und auch persönlich. Eventuell hätte es dann ja wichtige Hochzeiten gegeben zwischen den Erben der einen Seite und den Erben der anderen Seite. Also diese klassischen Empire-Building-Techniques, die man schon aus dem Mittelalter kennt oder aus dem Vormittelalter kennt oder vor tausenden von Jahren kennt. Wenn dann quasi dann die Könige untereinander ihre Kinder verheiraten, einfach um sicherzustellen, dass diese Empires zusammenwachsen und nicht etwa übernommen werden von einem fremden, noch größeren Empire. Ich frage mich, wenn diese Rüstungsfabriken ja im Osten der Ukraine sind. Die Ukraine hat ja immer wieder behauptet, es wären russische Soldaten oder russische Panzer auf ukrainischem Gebiet gesehen worden. Aber irgendwie konnte man der Weltöffentlichkeit und auch den Russen scheinbar nie jetzt wirklich Satellitenbilder oder Ähnliches vorlegen, was das beweist. Ich frage mich, sind das vielleicht die Separatisten, die sich direkt ab Rüstungsfabrik versorgen? Teils. Also es gibt, am besten ist es zu sehen von den ganzen, die Pro-Kiew-Spitze, die dann irgendwo wohnen, die dann Fotos machen und heimlich filmen aus dem Gebüsch oder aus ihren Fenstern und so. Also da wurden dann doch einige Panzer bemerkt, also neuere russische Panzer und natürlich dann auch andere Systeme, die einfach relativ umfangreich sind, wo man sagt, die kommen dann eher aus Russland. Man sah in der Krim auch diese gepanzerten Allradfahrzeuge, diese Gas-Tiger und so weiter. Also da gibt es natürlich dann das eine und das andere. Das eine sind russische Lieferungen, das andere sind Sachen, die man sich angeeignet hat von Kiews Beständen. Dann gibt es Fabriken im Osten der Ukraine, die dann besetzt wurden von den Separatisten, wo man Sachen herstellt. Also man sieht teilweise, da gab es einen Bericht von diesem einen Institut, die kennen sich mit Waffen aus und bewerten dann Konflikte und die haben dann eben aufgelistet, also da werden uralte Waffen verwendet, teilweise Maschinenpistolen aus dem Zweiten Weltkrieg, da werden auch brandneue Sachen verwendet, einfach alles, was noch funktioniert. Man darf halt nicht vergessen, dass die Ukraine wenige Rüstungsgüter herstellt, die komplett sind, also vollständig sind, sondern wir reden hier hauptsächlich über Motoren für Kampfhelikopter, wir reden über Motoren Getriebe für diese Maschine und Triebwerke für jene Kampfjets und die Bauteile für Atomwaffen. Also die Ukraine produziert wenige komplette Güter. Also
glaube ich, Panzer, also ein paar bestimmte Panzer, glaube ich, sind die einzigen Sachen oder fast die einzigen Sachen, die dann vollständig hergestellt werden in der Ukraine. Der Rest sind Teile hier, Teile dort. Das ist alles, das teilt sich alles sehr stark auf. Am 9.2.2015 hat RT Deutsch berichtet, dass von der Nacht auf dem 8. auf den 9.2. es eine große Explosion gegeben hat in einer chinesischen Fabrik, die auch rüstungsrelevant sind, rüstungsrelevant sei. Wie beurteilst du das? Naja, das ist ein Standard. Das ist natürlich ein begehrtes Ziel für die Truppen Kiews, also dass man Produktionsanlagen erwischt, die dann Munition herstellen. Also Munition ist eine von den Sachen, die dann, oder simplere Geschichten, die hergestellt werden von ukrainischen Einrichtungen. Ansonsten, da gibt es natürlich attraktivere Ziele als jetzt nur eine chemische Fabrik, die dann vielleicht Sprengstoff herstellt oder irgendwelche Säuren herstellt, die dann benötigt werden, die dann woanders weiterverarbeitet werden zur Sprengstoff. Das ist einfach ein militärisches Ziel gewesen, das man hier erwischt hat. Viel mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Mhm. Sondern wichtiger sind eher so die Werften an der Krim und die Fabriken mit den wichtigen Maschinen, die benötigt werden, um bestimmte Teile herzustellen. Weil es ist eine ganze Logistikkette. Wenn ich einen Flugabwehrpanzer bauen will oder irgendwas Komplexeres bauen will. Also so ein Radpanzer, also so ein Kettenpanzer mit Raketen obendrauf, die dann irgendwas abschießen können. Du brauchst die ganzen Einzelteile, du brauchst die Maschinen, die Einzelteile herstellen und du brauchst die Einzelteile, aus denen die Maschinen gebaut werden, die dann die Einzelteile bauen für den Panzer. Also das ist eine unglaublich große Logistikkette und da gibt es sicherlich attraktivere Ziele, beispielsweise auf der Krim. Die Russen versuchen natürlich ein bisschen autarker zu werden und jetzt umzudisponieren. Die Frage ist, was passiert, wenn diese Umdisponierung beendet ist? Also wenn dann quasi Russland nicht mehr abhängig ist, beziehungsweise nicht mehr geschwächt ist in der Rüstungsproduktion durch die Situation in der Ukraine. Was ist dann? Verliert Russland dann erst einmal für die nächsten paar Jahre das Interesse an der Ukraine? Oder gibt es dann keinen Grund mehr oder keinen gewichtigen Grund mehr, nicht die gesamte Ukraine einzunehmen, weil man sich denkt, naja, die Sanktionen sind eh schon heftig genug, die östliche und die westliche Wirtschaft koppeln sich ab. Was für einen Grund gäbe es dann, nicht mehr eine komplette Invasion zu machen? Russlands Präsident sagt zumindest persönlich, dass Russland mit niemandem Krieg will. Russland ist nur Verteidigungsbereit. Das sagt jedes Land. Das hat in der Geschichte, glaube ich, noch jedes Land gesagt. Zumindest in der moderneren Zeit. Früher war das ja so Spätmittelalter und davor. Da war das ja noch ganz normal, dass Länder gesagt haben, wir sind Expansionsmächte, wir bauen hier ein Empire. Es ist natürlich verlockend, weil die NATO so ist, wie sie ist. Es ist natürlich dann verlockend zu glauben, dass Russland quasi dann der Good Guy ist in dem ganzen Spiel, dass das wie in einem Film ist oder wie in einem Fußballspiel ist, wo man dann für die eigene Mannschaft irgendwie jubelt. Man darf aber nicht vergessen, wie eng doch Ost und West verknüpft waren, trotz den vergangenen Jahrzehnten, trotz dem Kalten Krieg. Also ich hatte dann über die diesjährige Bilderberg-Konferenz hatte ich dann ein bisschen was nachgeguckt, und zwar ging es dann um den Veranstaltungsort, also dieses Luxushotel in Österreich, quasi der Treffpunkt von dem westlichen Establishment. Also wichtige NATO-Figuren kommen da, quasi der NATO-Chef ist da immer wieder, der NSA-Chef, Leute aus amerikanischen Politik und so. Also Bilderberg, diese Konferenzen gelten immer so als der Zenit oder einer der wichtigen Fixpunkte der westlichen Macht. Natürlich sind in diesem Jahr die Augen wieder auf Bilderberg gerichtet. Welche Gäste kommen da? Kommen da wichtige ukrainische Abgesandte und so, dass man ein bisschen was ablesen kann für die nächsten Jahre oder für die nächsten 12 Monate. Und ich habe mich dann umgeguckt, okay, wem gehört das Hotel? Weil häufig sind das auch immer Insider, wie die Wallenbergs irgendwie in Schweden. Also Bilderberg-Mitglieder, die dann den Veranstaltungsort kontrollieren. Und dieses Interalpen-Hotel, wo die diesjährige Konferenz sein soll, gehört dem Liebherr-Clan. Die machen Baukrane und so weiter.
ist ein Multimilliardenkonzern. Und dann habe ich so ein bisschen die Konzerngeschichte nachgegraben und festgestellt, oh, die bauten eine komplette Getriebefabrik im Sowjetrussland Anfang der 70er, also während dem Vietnamkrieg. Und das ist eine Sache, die sehr häufig zu finden ist bei wichtigen Bilderberg-verzahnten Konzernen. Wir reden hier von den Top-Giganten. Fiat, der Autokonzern, regelmäßig vertreten bei Bilderberg, also die Agnelli-Familie. Wir reden hier von Siemens, regelmäßig vertreten bei Bilderberg. Wir reden von Daimler und ähnliche große Konzerne. Also das sind dann Top-Leute, die Bilderberg eigentlich definieren, aber alle diese Konzerne bauten die sowjetische Industrie mit auf. Und das seit Jahrzehnten. Daimler wollte die große Kama-LKW-Fabrik bauen in Sowjetrussland. Also die größte LKW-Fabrik der Welt, die auch militärische LKWs herstellt. Quasi Kopien westlicher LKWs. Dann Fiat. Fiat, die Agnellis, also man nannte dann den alten Patriarchen Agnelli, den heimlichen König von Italien. Gut befreundet mit Henry Kissinger. Henry Kissinger, bekannt für seine Bombenkampagne gegen die Kommunisten in Asien. Also das, so verrückt ist die Welt. Richard Nixon sagte dann, wir müssen hart sein gegen die Kommunisten, und er befahl dann seinem nationalen Sicherheitschef Kissinger, plan mir eine Bombenkampagne. Und Kissinger ging dann zu Alexander Haig vom Militär, und die baldoberten aus, wie man dann Leute bombardiert, und man führte dann diese Operation durch in Laos, Kambodscha und Vietnam. Aber gleichzeitig verkauften Bilderberg verzahnte Konzerne bzw. Kissingers Kumpel verkauften wichtigste Industriegüter an die Russen. Wir reden hier von Getrieben, Fahrzeugtechnik, alles, was eine militärische Bedeutung hat. Wichtige russische Panzer benutzten westliche Motorentechnologie, Dämpfungstechnologie, die ganzen russischen Kriegsschiffe in der Sowjetzeit waren alles westliche Designs, die Motoren, die Schiffe selbst. Einer der wichtigsten Historiker, Anthony Sutton, sagte, es gab sowas wie russische wie sowjetische Technologie nicht. Das kam alles aus dem Westen. Und diese Bilderberg-Konzerne verkauften alles an die Russen. Siemens verkaufte Computertechnik an die Russen mit Begeisterung. Und gleichzeitig führte man diesen riesigen Kalten Krieg. Und die NATO nahm diese sowjetische Bedrohung her als großen Vorwand für Globalisierung, für die Rüstung der NATO, für all diese Maßnahmen. Und jetzt haben wir halt die Situation gehabt in den letzten, ja, rund 20 Jahren oder 25 Jahren, dass man gesagt hat, oh, jetzt ist die Entspannung hier, jetzt öffnen wir die Märkte komplett für die Russen, und Russland hat dann halt eben dann, ja, mächtig eingekauft. Also auch das moderne russische Militär war abhängig von westlichen Entwicklungen. Rheinmetall baute den Russen das größte Panzerübungsplatz, eine riesige Einrichtung. Die Franzosen wollten Helikopterträger verkaufen an die Russen und so weiter und so fort. Westliche Konzerne liefern Technologie für russische Spionagesatelliten, also die Liste ist endlos. Wir sehen also eine Kontinuität im Vergleich zu der Sowjetzeit. Und Amerika und Russland haben dann gemeinsame Manöver abgehalten und gesagt, wir kämpfen beide gegen den islamischen Terror. Und Putin hat dann Bushes Modell kopiert. Putin führte auch einen Krieg gegen den islamischen Terror. Halt diese tschetschenischen Al-Qaidas oder tschetschenischen Muslime da im Kaukasus. Und Putin hatte auch seinen Krieg gegen diese Dschihadisten in Tschetschenien und so. Also man hat da das Modell kopiert. Es gab auch gemeinsame Antiterrorübungen. Und man sprach schon von gemeinsamer Verantwortung und könnte nicht Russland irgendwann der NATO beitreten, damit man gemeinsam den Planeten sicher hält und so ein Blabla. Das gab's alles, aber vor so 2 Jahren fing dann das auf einmal an, dass alles umgedreht wurde. Alles wurde umgeschmissen. Und jetzt ist man in der Situation, ups, der Westen hat Russlands Militär mit hochgerüstet, und jetzt, ups, haben wir diese riesige Bedrohung mit Putin, und jetzt erst recht muss die NATO rüsten, und jetzt erst recht brauchen wir diese weitere Globalisierung. Also man hat jetzt quasi wieder mal
die Bedrohung geschaffen, sich das Problem geschaffen und die NATO hat natürlich dann schon die sogenannte Lösung parat. Das kann natürlich verschiedene Szenarien bedeuten. Ein neuer kalter Krieg, beziehungsweise ein globaler militärischer Konflikt, beziehungsweise man droht einen globalen militärischen Konflikt an, die ganze Welt hält den Atem an und 5:12, also in allerletzter Minute, kündigen dann Russland und die USA an, okay, und China an, okay, wir haben uns jetzt doch auf eine friedliche Lösung geeinigt, eine tripolare Weltregierung und so weiter. Also ist alles möglich. Naja, ich frage mich, ob da nicht möglicherweise, vielleicht sollte man noch mehr differenzieren zwischen Russland in der Sowjetzeit, dann Russland unter Jelzin, wo man ganz viel russisches Staatseigentum völlig unter Marktwert verschleudert hat, unter Einfluss nicht nur von Russen, die sich bereichern wollten, sondern auch von IWF und ich denke auch einige Harvard-Professoren hat man damals, von denen hat man sich beraten lassen. Und dann heute unter Putin, wo Putin zumindest, ich sag mal, Verschleuderung des russischen Staatseigentums zumindest Grenzen gesetzt hat oder auch ein Teil der Oligarchen, die unter der Zeit von Jelzin, vielleicht auch schon Ende der Zeit von Gorbatschow entstanden sind, hat er der Macht ja begrenzt. Ich frage mich, ob Putin nicht zumindest im Vergleich zur Zeit Jelzins eine deutliche Verbesserung ist. Im Prinzip war es so, in der Sowjetzeit waren die absoluten Chefs das Politbüro. Und da gab es natürlich dann auf der obersten Ebene so ein Konkurrenzgerangel zwischen dem Militär, dem Geheimdienst und der Partei. Also das war so das Triumvirat. Ja. Und nach dem Ende der Sowjetunion, also beginnend dann Jelzin-Zeit, dann fiel der Militäretat um 96%. Also man konnte sich dieses Wettrüsten nicht mehr leisten. Der ganze Staat war pleite. Also verlor auch das Militär, das Prestige und die Macht. Die Partei hatte auch an Prestige verloren. Das heißt, diese uralten Typen da mit ihren Abzeichen und so, die hatten es mehr oder weniger verbockt. Übrig blieb also hauptsächlich der Geheimdienst. Das heißt, das waren diejenigen, die noch das Prestige hatten, das waren diejenigen, die das meiste Know-how hatten. Und der Geheimdienst hatte auch das westliche Modell immer studiert, einfach um zu schauen, wo ist der Westen am verwundbarsten, beziehungsweise wie kann man auf dem Schwarzmarkt Geld machen und so. Und nachdem dann die Grenzen zwischen Ost und West gefallen waren, konnte der Geheimdienst natürlich sich alles unter den Nagel reißen, man konnte dann in westliche Märkte eindringen und so. Es gab dann so ein paar ganz große Oligarchen, die man aufgebaut hat, aber es war eigentlich immer beabsichtigt, dass die letztendlich dann irgendwann ihren Besitz auch wieder verkaufen, so wie es geschehen ist mit Roman Abramowitsch, der sich seiner Freundschaft rühmt mit Putin, aber gleichzeitig mit dem Rothschild-Erben Nathaniel Rothschild in London. Und Abramowitsch ist arm geboren worden, bekam dann quasi gleich den Kredit, mit dem er sich Staatseigentum gekauft hat. Das stieg dann natürlich sofort im Wert exorbitant an und irgendwann musste er das natürlich dann verkaufen, aber er war ja Putin treu, deswegen durfte Abramowitsch quasi das Geld dann den Verkaufspreis behalten, also 14 Milliarden Dollar oder so weiter. Gab es ein paar andere Oligarchen, die waren nicht so begeistert von Putin, die hatten eine andere Vision für Russland. Diese Oligarchen wurden natürlich dann enteignet und fertig gemacht und gejagt, wobei ich jetzt nicht sage, dass diese Oligarchen irgendwie besonders toll waren. Und letztendlich dieser Geheimdienstzirkel, dieser alte KGB-Zirkel, die wurden dann letztendlich die dominierenden Oligarchen. Also wir reden hier von Putins Freundeskreis, wir reden hier von seinen alten Freunden aus Kindertagen noch und aus seiner KGB-Zeit in Dresden, aus der St. Petersburger Zeit. Das sind jetzt alles Milliardäre und denen gehört mehr oder weniger der ganze Staat. Außerdem hat man eben dieses russische Korruptionssystem geschaffen. Also man kann sich da neue Posten kaufen. Je höher der Posten, umso mehr Bestechungsgelder kann man kassieren. Das schwächt natürlich Russland insgesamt. Deswegen hat man ja auch so viele Probleme, mit dem Westen mitzuhalten. Und es ist alles schon quasi ergaunert worden. Es gibt eigentlich nichts mehr, was nicht schon irgendeinem Gauner gehört.
Und Putins Propaganda hat natürlich dann quasi erzählt, oh, Putin hat irgendwie dann das Land gerettet und so. Dabei hat ja der Jelzin-Zirkel mehr oder minder Putin ausgewählt und die Macht an ihn übertragen, an seine Kumpel übertragen. Man hat eine Handvoll Oligarchen fertig gemacht und neue Oligarchen hingesetzt und das ist jetzt mehr oder weniger die Situation, die wir da drüben haben. Und für den Westen, für die NATO ist es natürlich dann vorteilhaft, weil die NATO denkt, dass man Regime besser einschätzen kann. Dass einfach die Regime eine gewisse Volatilität besitzen, also dass da ein gewisser innerer Druck da ist. Die Milliardäre wollen halt einfach mehr und wollen ihren Besitz behalten. Deswegen hofft man ja auf die Sanktionen, beziehungsweise die Einschränkungen, also die Oligarchen, die dürfen, oder ihre Kinder, die dürfen nicht mehr die dürfen nicht mehr nach London gehen und dort feiern, die dürfen nicht mehr mit ihrer Yacht irgendwo anlegen in England und verlieren auch sehr viel Geld. Also da kann man sich dann das neue Luxushaus nicht mehr leisten oder den 10. Sportwagen nicht mehr leisten. Man muss den Gürtel enger schnallen und das sorgt natürlich dann auch wieder für Druck. Und ich denke, die Hoffnung der NATO ist einfach, dass man Russland mehr beeinflussen kann, als die Russen es zugeben wollen. Man muss vergleichen, dass das russische Regime, weil du ja gefragt hast, naja, kann man das heutige Russland mit dem alten Russland vergleichen? Ich denke schon. Also man sieht die Kontinuität von der Sowjetzeit bis hin zu Putin. Sehr hohe Kontinuität. Und vergessen wir nicht, den Amerikanern wird ja heute auch noch alles um die Ohren gehauen, was vor Jahrzehnten passiert ist. Also der NATO wird heute immer noch Vietnam vorgeworfen, während die Russen sagen, bitte grab nicht diese alten Geschichten aus, das ist ewig her. Also es ist schon eine Kontinuität, allerdings ist das russische moderne Regime ist ja verhältnismäßig jung. Es geht zurück bis 1917. Das westliche Regime, das angloamerikanische Regime, geht hunderte Jahre zurück. Das heißt, man hat mehr Know-how, man hat mehr Geld und hofft natürlich dann, dass man wie in der Vergangenheit ja Regime unterstützen kann, zuerst wie Nazi-Deutschland mit Industrie und Geld und Krediten oder Japans Diktatur. Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte sich der Handel verdoppelt zwischen Amerika und Britannien auf der einen Seite und Nazi-Deutschland und Toyo, China, Japan auf der anderen Seite. Also erst hat man die hochgepäppelt, dann hatte man die Bedrohung und dann konnte man Krieg führen. Außerdem konnte die USA damit die eigene Wirtschaft wieder ankurbeln. Das ist äußerst, äußerst zynisch. Es ergeben sich deutliche Parallelen zu dem, was wir jetzt sehen. Das russische Empire an sich, also wenn man noch weiter zurückgeht, natürlich waren da sehr harte Schnitte dazwischen, hat sich die Macht komplett geändert. Nichtsdestotrotz, das russische Empire an sich ist älter als das angloamerikanische Empire. Das geht noch hunderte Jahre zurück. Natürlich beruft sich Putin heute auf diese alte Tradition und das macht China auch. Also die sagen dann, unsere Kultur, unser Reich geht tausende und tausende Jahre zurück und so weiter. Man versucht da anzuknüpfen Situation spitzt sich definitiv zu bis zum Jahr 2020 und wie gesagt, wir sollten uns alle irgendwo festhalten, denn je nachdem, was diese Leute entscheiden oder welche dummen Entscheidungen diese Leute treffen, das wird dann das Schicksal des Planeten bestimmen. Wie schätzt du die Rolle der Bilderberger ein? Die Ukraine war ja eines der Top-Themen eines der Top-Themen bei der Bilderberg-Konferenz 2014 in Kopenhagen. Dass ich jetzt die Behauptung aufstelle, das ein Top-Thema war, das kommt auch daher, dass der damalige NATO-Generalsekretär und der SACEUR da gewesen sind. Mhm. Und auch andere Gäste wie Dr. Norbert Röttgen, ehemaliger CDU-Umweltminister, heute, glaube ich, Chef vom Auswärtigen Ausschuss des Bundestages, und auch der österreichische Bundeskanzler Herr Faymann sind da gewesen und haben auch danach auch weiter Äußerungen so zur Ukraine getan. Wie schätzt du die Rolle Bilderbergs aktuell ein? Bilderberg war traditionell eine Einrichtung, die Koordination schaffen sollte, Konsens schaffen sollte zwischen
quasi dem amerikanischen Teil der NATO-Sphäre und im europäischen, westeuropäischen Teil der NATO-Sphäre. Das heißt, da gibt es dann auch immer recht rege Diskussionen, Leute schreien sich gegenseitig an. Also es wird halt eben koordiniert werden, was für eine Antwort man jetzt parat hat, wie man das Ganze managt, sowohl in der Außenwirkung als auch jetzt konkret militärisch, wie soll man damit umgehen. Also einerseits die Europäer und ihre amerikanischen Gegenparts sollen sich da koordinieren bei Bilderberg, dass man hier eine gemeinsame Linie hat. Und dann werden natürlich dann auch gewisse Druckmittel ausgepackt und so weiter. Man darf nicht vergessen, dass auch Bilderberg Schwergewichte wie Henry Kissinger traditionell auch in den letzten Monaten immer wieder gesagt haben, nein, nein, wir sollten freundlich sein zu den Russen, nein, wir sollten deeskalieren und Handel treiben mit den Russen und eine neue Weltordnung bauen. Und Kissinger war ja auch derjenige, der China so begeistert mit ins Boot holen wollte. Und man darf nicht vergessen, Konzerne wie Bechtel und andere Firmen, die mit Bilderberg auch zusammenhängen und mit dieser Elite zusammenhängen, mit der angloamerikanischen Elite zusammenhängen. Solche Konzerne haben China erst verholfen zu Weltmachtstatus, also mit Industrieproduktion, mit Zugang zu Märkten, mit Krediten, mit all dem, was notwendig ist. George Bush Senior war der inoffizielle US-Botschafter für das rotkommunistische China gewesen. Und Bush sagte später, ohne mich, ohne meinen Einfluss wäre China isoliert geblieben. Und jetzt sind sie halt eine große Wirtschaftsmacht und ein Global Player und so weiter. Also da ist immer so ein doppeltes und dreifaches Spiel dahinter. Kissinger, ich kann mich nur wiederholen. Kissinger war derjenige, der für Nixon diese Bombenkampagne gegen die Kommunisten in Asien gemanagt hat. Aber gleichzeitig war Kissinger dann der Helfer, zusammen mit David Rockefeller, auch so ein Bilderberg-Urgestein, so die Top-Helfer für das chinesische Regime und auch für das Sowjetregime. Rockefeller war einer der Insider, zusammen mit den Harrimans, wo wir wieder bei diesem Bush-Zirkel sind, Skull and Bones, CIA und so weiter. Rockefeller und Harriman gingen regelmäßig während dem Kalten Krieg nach Russland in den Kreml, wurden dort wie Botschafter oder fast schon Fürsten empfangen und dann gab es dann geheime Abmachungen und weitere Geschäfte. Es ist ein doppeltes und dreifaches Spiel. Also man muss ja schon auf mehreren Ebenen denken, ansonsten kommt man da ein bisschen durcheinander. Kommen wir nochmal genauer auf den Ukraine-Konflikt. Wo siehst du Lösungsansätze? Wie kann der Ukraine-Konflikt entschärft werden? Vor allem, dass er nicht zum Weltkrieg eskalieren kann. Also man wird nicht drum rumkommen, auch wenn es meiner freiheitlichen, demokratischen meiner Grundüberzeugung widerspricht. Man wird nicht dran vorbeikommen, um irgendwie die Ukraine aufzuteilen. Also das geht leider über die Köpfe der Ukrainer hinweg. Also aus meiner Sicht, die Ukraine gehört weder Russland, weder Moskau noch Washington. Die Ukrainer, die Menschen dort gehören sich selbst und sollen über ihr eigenes Schicksal entscheiden. Allerdings historisch und aus der politischen Realität heute ist es unvermeidlich, dass irgendeine Art Teilung stattfindet. Man wird sich dann einfach einigen auf irgendwas. Die Ukraine ist ja ein relativ großer Staat. Man wird also quasi sehen, wie in der Ukraine sich große Veränderungen ergeben. Also vielleicht wird dann die Ukraine NATO-Mitglied, wie es ja jetzt angestrebt wird. Polen wird sehr, sehr stark, denke ich, an den Westen ranrücken. Oder noch weiter an den Westen ranrücken. Gab es ja auch diese Smolensk-Geschichte, wo Russland dann wieder versucht hat, anscheinend Einfluss zu nehmen und Polen zu verändern. Also es verschiebt sich zwar so diese Machtgrenze weiter nach Osten anscheinend, was ja die Russen beklagen. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, wie groß Russland ist und was für Ansprüche Russland wiederum hat auf Estland und Finnland. Und Russland erhebt Ansprüche auf den Kaukasus und Russland will nach Süden vordringen. Russland hat immer noch so ein Techtelmechtel mit Japan, das ist immer noch historisch wichtig. Russland könnte sich auch einmischen in diesen Konflikt zwischen Japan und China. Außerdem, Russland übt sehr, sehr viel Einfluss aus in Südamerika und Mittelamerika und Kuba.
Also viele Anlagen, Spionageanlagen und ähnliche Anlagen werden in Kuba wieder aufgemacht mit russischer Hilfe. Russland hat sehr hohen Einfluss in Venezuela, also vor Amerikas Haustür. Man sieht also wieder diese zwei großen fiesen Player, diese zwei riesigen Gorillas im Gehege, bekämpfen sich gegenseitig, umkreisen sich gegenseitig, kurz davor, sich gegenseitig anzugreifen. Also die Russen agieren da vor Amerikas Haustür, Amerika reagiert vor Russlands Haustür und nichts davon ist wirklich sonderlich beruhigend. Was hältst du von der Dezentralisierung der Ukraine, so im Sinne von wie bei einem Bundesstaat? Da gab es verschiedene Vorstellungen und ich meine, häufig wird da irgendwas anderes dahinter versteckt. Also manche Leute sagen, ja, lass doch die Ukraine zerfallen in 3, 4, 5, 6, 7, 8 Teile und lass diese Teile dann autonom sein. Ich meine, das ist leider eine Illusion, wenn Russland vor der Haustür ist und diese wirtschaftlichen Abhängigkeiten da ist. Es ist nicht so leicht, so ein Bruchstück von einem Staat oder einen Staat überhaupt zu leiten. Also die ganzen Bedürfnisse der Menschen, die Wirtschaft und Und da stehen ja zig andere Staaten noch Schlange und wollen da Einfluss ausüben in der Region. Also das ist ja in der Geschichte, Staaten kommen und gehen, sie expandieren, sie schrumpfen. Und wie gesagt, die Ukraine hat eh schon Probleme und ich denke, die Ukraine sollte ein kompletter Staat bleiben. Meine Hoffnung ist natürlich dann, möglichst eigenständiger Staat, möglichst selbstständiger Staat. Aber in der heutigen Zeit ohne Atomwaffen, ohne einen Haufen Geld ist man kein eigenständiger Staat, leider. Muss diese Realität natürlich dann ins Auge blicken. Ich frage mich, ob es nicht eine Lösung sein könnte. Ich meine, die Russen müssen sich ja noch irgendwie verteidigen können und die Russen müssen auch ihre eigene Rüstung haben. Wenn man da vielleicht mit offenen Karten spielt und sichergestellt ist, dass die Russen ihre Rüstungsindustrie, die Rüstungsindustrie haben, die sie brauchen, dass das Gleichgewicht gewahrt ist der Abschreckung? Naja, man darf nicht vergessen, dass jede Seite, also jeder von den beiden Seiten, kann nur hochrüsten, wenn die andere Seite hochrüstet, okay? Das heißt, man müsste eigentlich bei uns im Westen politisch und in den Medien das Gewicht drauflegen, dass man einfach keine wichtigen Industriegüter an den Osten liefert. Das hätte einen ganz, ganz wichtigen Effekt. Der Osten könnte nicht hochrüsten, der Osten könnte keine große Bedrohung darstellen. Ergo hätte die NATO dann bei uns auch nicht den Vorwand, selber zu rüsten und zu zentralisieren und diese Macht in wenige Hände zu legen. Also es gibt einige Leute, die leider irrtümlicherweise denken, oh, man müsse jetzt quasi den Russen helfen mit allem Möglichen und dann wäre alles irgendwie sicherer. Das ist eine Falle, das ist genau das, was die NATO eigentlich will. Die NATO hat ja und diese Bilderberg-Konzerne haben ja alles dran gesetzt, um Russland aufzubauen als Bedrohung. Und genau da muss man ansetzen. Da hat auch der Historiker Anthony Sutton immer gesagt, hey, wenn wir diese Industriehilfe kappen würden, abschneiden würden, dann wäre Sowjet-Russland keine große Bedrohung und wir bräuchten auch nicht die NATO-Rüstung, wir müssten keine zig Leute da nach Vietnam schicken und diesen ganzen Mist. Weil die Nordvietnamesen konnten bloß den Süden angreifen, weil sie einfach die Waffen hatten, die LKWs hatten aus sowjetischer Produktion nach westlichen Bauplänen und so weiter. Also man darf einfach nicht den verrückten Leuten die Möglichkeiten geben, weil einfach, wenn die Bedrohung erstmal richtig groß ist durch Russland, wenn sie real ist, ja, weil Russland ist ein Imperium, Russland ist ein Empire, genauso wie das angloamerikanische Empire oder das chinesische Empire. Wenn die Bedrohung erstmal da ist und real ist, dann werden viele, viele Leute im Westen ihre Vernunft verlieren, also viele Leute im Militär, in den Geheimdiensten, in Unternehmen, in der Bevölkerung generell, werden ihre Scheuklappen verlieren, ihre Vernunft verlieren und sich dann einlassen auf diese NATO-Eskalation. Und deswegen denke ich, müsste man eigentlich in der jetzigen Situation Geld reinpumpen in vernünftige politische Kräfte in der Ukraine, in die Unabhängigkeit der Ukraine. Man müsste halt dafür sorgen, dass weder Moskau da viel, viel zu melden hat, noch Washington. Man müsste einfach das sieht man jetzt eh schon, aber leider viel zu spät passiert, diese Industrie- und Militärhilfen an die Russen einstellen.
beziehungsweise einfach ja Handelsblockaden schaffen für in Bezug auf China, weil China halt eben auch so eine künstliche Bedrohung ist, die von Rockefeller und Kissinger mit aufgebaut wurde und von diesen ganzen Unternehmen. Ich selber hab Kinder, ich habe kein Interesse an irgendeinem globalen Krieg oder an irgendwas. Ich habe keine Lust, unter einem russischen Regime zu leben oder unter einem westlichen Regime zu leben. Das sind Möglichkeiten zu deeskalieren, auch in den Medien. Also man sollte sich weder auf Putins Seite schlagen, also den George Bush des Ostens, wie ich immer sage, die Ähnlichkeiten sind frappierend, noch sollte man sich auf die Seite schlagen, so simpel und blind auf die westliche Seite, die NATO-Seite schlagen. Also ich versuche immer möglichst akkurat die Situation zu analysieren und das natürlich rufen dann die Putin-Fanboys Buh und Pfui und beziehungsweise die westlichen Massenmedien wollen natürlich vieles auch nicht hören, beziehungsweise wollen viele Sachen auch lieber begraben, viele Informationen. Aber wie gesagt, das ist halt eben der Job von unabhängigen Medien. Ja. Ich glaube halt sehr an ein Gleichgewicht, damit keiner größenwahnsinnig wird und dass dann die Leute am meisten geschützt sind. Aber ich denke, dass es jetzt eher wichtig ist, die Gunst der Stunde zur Abrüstung zu nutzen, weil jetzt, wenn wir die Russen ein Problem haben mit der Rüstung, dann kann man auch, haben wir zusätzliche Argumente dafür, dass wir im Westen auch nicht so viel Geld für Rüstung ausgeben müssen. Naja, sagen wir so, realistisch betrachtet, die NATO kann im Moment Europa eigentlich nicht verteidigen. Das war in den letzten Jahrzehnten eigentlich auch so. Das wäre viel zu teuer für die Amerikaner. Wir reden hier von exorbitanten Summen. Also man ging im Kalten Krieg immer davon aus, die Russen würden hier durchmarschieren durch Europa bis nach an die Küste von Portugal. Das muss man auch betrachten. Und da habe ich auch keine Lust drauf, ja, dass Europa so unverteidigt ist. Auf der anderen Seite, wie gesagt, ich bin gegen diese Einflussnahme in Europa, gegen diese Fremdbestimmung in Mittel- und Südamerika und so weiter. Das sind alles diese Brandherde und ich hielt das für eine schlechte Idee, ein paar tausend deutsche Bundeswehrpanzer zu verschrotten, weil sie jetzt neu gekauft werden. Kein Deutscher hat doch Lust, nach einen Ostfeldzug zu machen. Kein Deutscher hat doch Lust, im Ernst Krieg gegen Russland zu führen und sich diesen Irrsinn anzutun, sondern es geht halt auch darum, einfach eine Situation zu schaffen, wo Krieg zu teuer ist. Es lohnt sich nicht. Also weder für die eine Seite noch für die andere. Aber wir reden halt nicht immer von vernünftigen Leuten an den Schalthebeln der Macht. Das heißt, vielleicht denken sich irgendwelche verrückten, reichen, dekadenten Leute im Westen, hey, dann haben wir doch einen großen Weltkrieg, wir gehen alle in unsere Superbunker mitten in den USA, gibt einen Atomkrieg und nach einem Jahr oder sowas oder nach ein paar Monaten kommen wir dann alle wieder raus und dann ist der Planet um einiges leerer und der Planet gehört an uns, die Russen sind weg und wir bauen dann den Rest wieder neu auf und so. Also, wer weiß, was diese Irren da alles für Pläne haben. Die normalen Menschen müssen dann darunter leiden. Also man sollte in jedem Machtblock, egal in welchem Machtblock man lebt, man sollte einfach alles dran setzen, um einfach diese Machtstrukturen zu verändern. Also je vernünftiger jemand ist, je moralischer jemand ist, umso mehr Verantwortung sollte derjenige tragen, ganz egal ob in der Politik oder in der Wirtschaft. Und in Russland ist alles verkehrt, in Russland ist alles schief, bei uns ist ja fast alles verkehrt und fast alles schief. Wir messen am wenigsten noch eine vernünftigere Mittelschicht, also ein bisschen mehr Substanz, ein bisschen mehr Freiheit. Und wie gesagt, deswegen fühle ich mich kulturell und auch anderweitig halt eher dem Westen hingezogen, weil man einfach ja so ein bisschen an Freiheit hat, so ein Modikum an Freiheit hat, ist nicht so wie in Russland, wo es nie eine Phase der Freiheit gab. Also in Russland ging man von mittelalterlichen Feudalstrukturen unter den Zaren direkt über in den Kommunismus. Und dann gab es ein kurzes Techtelmechtel der Pseudo-Marktwirtschaft, so die Kleptokratie. Und jetzt ist man quasi so in einer faschistoiden Phase wieder mit strammem Nationalismus in Russland und Kriegsbegeisterung und
solchen Quartalsirren wie Alexander Dugin, die dann so eine Rassenideologie dazu liefern und der staatlich verwalteten orthodoxen Kirche. Also wenigstens gibt es im Westen hier so ein bisschen Substanz noch, aber das schwindet natürlich auch. Und es schwindet umso mehr, je bedrohlicher Russland wirkt. Okay, vielen Dank für den Überblick, für das Interview. Und ja, hoffen wir das Beste für den Frieden und für die Transparenz, die es dafür braucht. Exakt. Es ist Freitag, der 13. Februar 2015. Dies ist ein Interview für die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio am Donnerstag, den 19. Februar 2015. Ich spreche gleich mit Frau Inge Rauscher. Es geht um das EU-Austrittsvolksbegehren in Österreich. Guten Abend, Frau Rauscher. Grüß Gott. Frau Rauscher, Sie sind von der Initiative Heimat und Umwelt. Warum setzen Sie sich dafür ein, dass Österreich aus der EU austritt? Es hat natürlich sehr viele Gründe, aber die wichtigsten sind vielleicht die. Einerseits ist es natürlich der enorme Verlust der Freiheit und Selbstständigkeit unseres Landes. Als EU-Mitglied haben wir im eigenen Land überhaupt nichts mehr zu reden. Dann ist es natürlich die enorme wirtschaftliche Abwärtsentwicklung, die eingetreten ist in den 20 Jahren unserer Mitgliedschaft. Es wird der Kaufkraftverlust seit der Einführung des Euro auf bis zu 50% der Einkommen geschätzt. Das ist ja gewaltig. Und dann ist es im Fall von Österreich natürlich vor allem auch die Neutralität, die mit der EU-Mitgliedschaft verloren gegangen ist. Österreich nimmt jetzt sogar schon an NATO-Manövern teil. Das ist mit unserer Verfassung völlig unvereinbar. Und wir wollen unser freies und neutrales Österreich wieder zurückhaben. Dieser Kaufkraftverlust, den Sie ansprechen, geht das vor allem auf die Gemeinschaftswährung, den Euro, zurück? Vorwiegend, ja. Vor allem natürlich jetzt auch in letzter Zeit noch zusätzlich auf diese Euro-Rettungspakete. Das hat sich natürlich dann noch zusätzlich ausgewirkt. Wir hätten ja sofort auf einen Schlag 48 Milliarden Euro, Entschuldigung, mehr zur Verfügung, wenn wir nicht mehr beim ESM und beim EFSM sind. Die hängen ja auch mit der EU-Mitgliedschaft und mit dem Euro zusammen. Und diese enormen Haftungsverpflichtungen würde Österreich sofort los sein bei einem Austritt aus der EU. Jetzt könnte man ja sagen, diese vier in Anführungsstrichen Rettungsmechanismen, die auch Professor Schachtschneider als Bankenrettungsmechanismen sinngemäß bezeichnet, von der Griechenlandhilfe, EFSM, EFSF und ESM, das macht man ja im Namen des Euro, würde und deswegen dürfen dafür ja die Staaten bezahlen, die die Währung Euro haben. Würde es nicht vielleicht reichen, nur aus dem Euro auszutreten? Naja, es ist ja nicht nur die finanzielle Seite. Es ist ja eben, wie eingangs schon gesagt, die ganze Unfreiheit, die verbunden ist mit der EU-Mitgliedschaft, bei uns eben auch die Neutralitätsfrage. Die hängt natürlich nicht mit dem Euro zusammen, sondern mit der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der EU. Und natürlich sind es auch andere Fragen, wie zum Beispiel auch Umweltfragen. Wir sind durch die Mitgliedschaft bei der EU automatisch auch Mitglied beim Euratom-Vertrag, obwohl Österreich eine Volksabstimmung hatte, wo die Atomenergie, die Nutzung der Atomenergie abgelehnt wurde, müssen wir trotzdem jährlich hohe Fördermillionen zahlen für den Euratom-Vertrag, das heißt für die Förderung der Atomenergie. Dann ist es natürlich auch die ganze Frage der Gentechnik, dieses Freihandelsabkommen mit den USA, das jetzt geschlossen werden soll oder vielleicht sogar schon geschlossen ist hinter den Kulissen. Man erfährt da nichts wirklich Genaues. Das wird natürlich eine enorme Verschlechterung im handelspolitischen Bereich mit sich bringen. Das Kleingewerbe, die kleinen Bauern, das Handwerk, der Mittelstand werden überhaupt keine Chance mehr haben, sofern dieses Abkommen in Kraft tritt. Und in dem Moment, wo wir aus der EU draußen sind, kann es für uns gar nicht in Kraft treten. Ich würde gerne noch eine Sache ansprechen, die auch so argumentativ mit dem Euro in Verbindung gebracht worden ist. Es gibt ja auch noch den Fiskalpakt. Den hat Österreich ja ratifiziert. Und darüber bekommen ja Staaten Auflagen, wenn sie ein zu hohes Haushaltsdefizit haben oder zu hohen Gesamtschuldenstand, durch den Stabilitäts- und Wachstumspakt, bekommen Staaten Auflagen, wenn sie Ungleichgewichte haben,
Das heißt, über einem Höchstwert oder über einem Mindestwert ist bei mindestens einer der Kennzahlen, die die EU-Kommission festgelegt hat. Und die EU-Kommission kann auch haushaltsmäßige Überwachung machen bei den Staaten, die den Fiskalpakt ratifiziert haben, ob die Euro haben oder nicht. Den hat Österreich ja auch ratifiziert. Und jetzt, selbst wenn man aus dem Euro rausginge, wäre man ja dann noch nicht unbedingt aus dem Fiskalpakt raus. Ist das auch ein Grund für für den Euro-Austritt? Naja, schon. Aber man muss einmal überlegen, ja, brauchen wir eigentlich eine Gouvernante in der Haushaltspolitik, sprich Brüssel? Österreich ist ja ein selbstständiges Land immer gewesen und wir können uns unseren Haushalt selber machen. Man muss einmal nur denken dran, dass wir ja auch Nettozahler bei der EU sind, so wie Deutschland ja auch. Das heißt, wir zahlen jedes Jahr Milliarden Euro in der Zwischenzeit, auch im Fall des kleinen Österreichs sind es bereits Milliarden Euro, die wir jährlich als Mitgliedsbeitrag nach Brüssel abführen, wo wir nur einen Bruchteil davon wieder zurückbekommen. Und das, was wir zurückbekommen, das nennt man dann EU-Förderungen. Das ist ja direkt grotesk. In Wahrheit fördern wir die EU seit 20 Jahren und nicht die EU Österreich in irgendeiner Form. Also da gibt es ja noch eine Menge andere Komponenten. Man kann das gar nicht alles so in einem sagen. Und unsere Meinung ist eben, dass die Bevölkerung, der Staat selbst, verantwortlich sein soll auch für seine Fiskalpolitik. Und dass man da niemanden braucht, der einem von außen vorgibt, was man zu tun und zu lassen hat. Das heißt, wenn Sie das Geld für die EU sparen, dann haben Sie schon einen großen Schritt gemacht gegen das Haushaltsdefizit, falls es eins gibt. Ganz richtig, ja. Und was natürlich auch noch dazu kommt, ist, dass ja in der EU die Großkonzerne hinter den Kulissen mit ihren ganzen Lobbyisten und so das Sagen haben. Und viele Gesetze, die am Anfang so aufs Erste einem ein bisschen so hirnrissig vorkommen, die haben den tieferen Sinn, nur die Großkonzerne zu begünstigen und damit den Mittelstand hinwegzufegen. Von der Glühbirnenverordnung angefangen, bis über die Staubsauger, bis über die allergiefreien Speisekarten und so weiter. Das hat nur den Sinn, den Kleinbetrieben zu große administrative Lasten aufzubürden. Das geht ja bis hin zu den Bauern auch, damit diese aufgeben und alles nur mehr die Großkonzerne bekommen. Und das schlägt sich ja dann letztlich auch in den wirtschaftlichen Kennzahlen nieder, denn der beste Arbeitsplatzerhalter ist eben der Mittelstand und damit bleibt auch die Kaufkraft erhalten der Bevölkerung. Und wenn man diesen immer mehr dezimiert, dann bekommen wir auch große finanzielle und Budgetprobleme automatisch. Sie haben im auch die Umwelt angesprochen, insbesondere die Atomsubventionen und auch die Gentechnik. Stehen dem denn auch Nachteile gegenüber, wenn Österreich aus der EU austreten würde? Also jetzt gemeinsame Umweltpolitik der EU. Ja, was heißt gemeinsame Umweltpolitik? In der EU wird der Transitverkehr enorm gefördert. Es sollen ja jetzt riesige Gigaliner auf unsere Straßen losgelassen werden. Die EU-Umweltpolitik in dem Sinn ist ja nur eine Augenauswischerei. In Wahrheit ist es so, gerade in Österreich, wir waren Vorreiter in der Umweltpolitik in vielen Fragen. Denken Sie nur an das Tierschutzgesetz. Österreich hatte ein vorbildliches Tierschutzgesetz, wo Lebendtiertransporte nur bis zu 5 Stunden bis zum nächsten Schlachthof sein durften. Das geht in der EU natürlich alles nicht. Das Gesetz war sofort Makulatur mit dem EU-Beitritt. Durch den Wegfall der Grenzen können Sie ja gar nicht mehr kontrollieren, was überhaupt über die Grenzen kommt. Die Lebendtiertransporte werden heute in riesigem Umfang von Norddeutschland bis Sizilien geführt. Das wäre alles undenkbar, wenn wir wieder ein eigenes Land wären und wir das Recht haben, unsere eigene Politik zu bestimmen und gerade auch im Umweltbereich. In der österreichischen Verfassung steht ja, dass Österreich ein Staat ist und dass die Macht vom Volke ausgeht, zumindest so sinngemäß. Naja, das ist ja das Problem jetzt. Wir haben jetzt eigentlich 2 Verfassungen gleichzeitig, die einander diametral widersprechen und die aber beide gültig sind. Das ist ja das ganze Schizophrene an unserer jetzigen staatlichen Lage sowieso. Die österreichische Bundesverfassung, so wie sie bis zum EU-Beitritt bestanden hat, gilt nach wie vor, damit auch die Neutralität, die ist ja Verfassungsgesetz. Und gleichzeitig gilt aber auch der Lissabon-Vertrag, der ja de facto die EU-Verfassung ist. Das hat man ja nur anders genannt. Also, und diese beiden Verfassungen widersprechen einander in vielen Punkten. Wie soll so ein Staat eigentlich auf die Dauer funktionieren? Wir stehen im Grunde genommen als Bürger ständig mit einem Fuß im Kriminal. Und wir wollen einfach die EU-Verfassung wieder loswerden und unsere österreichische Bundesverfassung.
Die EU hat aber kein Volk, die kann doch kein Staat sein, zumindest nicht nach der Drei-Elemente-Lehre, die in Deutschland gilt. Sie sagen es, aber sie gebärden sich, als wären sie ein Staat und sie nehmen sich ja auch immer mehr staatliche Rechte heraus. Es soll ja jetzt sogar eine europaweite Arbeitslosenversicherung entstehen. Das ist ja eines der neuesten Projekte, sodass sozusagen einzelne Staaten dann für die Arbeitslosen von ganz Europa aufkommen werden müssen und solche Dinge, ja, also das ist ja eine Art europaweiter Finanzlastenausgleich, das kann also unmöglich funktionieren und am Ende werden wir dann alle nur mehr arm sein. Das ist keine Zukunft unserer Meinung nach. Es müssen die kleinere Länder wieder für sich selbst verantwortlich sein und ihren Haushalt regeln und die Leistungskraft ihrer Bevölkerung muss eben abgestimmt sein, auch auf das, was man sich dann tatsächlich leisten kann. Man kann eben nicht riesengigantische Projekte ständig also da loslassen, wo man gar nicht weiß, wie man sie finanzieren soll. Zum Beispiel auch der Brenner Basistunnel und ähnliche Projekte, das sind ja gigantische Ausgaben, die werden ja eigentlich nur für den europaweiten Transitverkehr gemacht und nicht für unser eigenes Land. Aber wir müssen den Löwenanteil davon bezahlen. So gibt es natürlich viele ähnlich gelagerte Projekte. Also das ist keine Zukunft und der Demokratieverlust, der mit der EU-Mitgliedschaft überhaupt einhergegangen ist, der kann nur beendet werden, wenn wieder zurückgeführt wird auf kleine, überschaubare Einheiten. Nur dort kann sich Demokratie wirklich entfalten und kann auch eine echte Bürgernähe wieder einkehren. Österreich ist ein föderaler Staat, so wie Deutschland ja auch, und die EU ist das eben nicht. Da gibt es ja auch die Vorrangfrage. Die EU hat seit dem Lissabon-Vertrag, vorher hat sie sich angemaßt, das stand nicht in den Verträgen, hat in ihren Verträgen stehen, dass jetzt das EU-Recht über allem nationalen Recht, auch über die nationalen Verfassungen steht. Mhm. Aber in der österreichischen Verfassung ist das nicht genehmigt worden und in anderen Verfassungen, wie zum Beispiel in Deutschland, wo bestimmte Dinge unantastbar sind, und in der polnischen Verfassung, wo ausdrücklich drin steht, dass die polnische Verfassung über allem anderen Recht steht in Polen, passt das nicht zusammen. Wie wird das denn in Österreich gelebt? Also da muss man zwei Sachen vielleicht sagen. Ja, das deutsche Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat doch einiges aufgrund immer wieder fundiert vorgetragener Prozesse in Richtung demokratischerer Handhabung schon veranlasst. Der österreichische Verfassungsgerichtshof leider nicht. Hier wurde das auch gemacht, aber bei uns ist kein Rechtsschutz gegeben worden, den Bürgern in keiner Weise. Dadurch ist unsere Rechtslage hier etwas schlechter als die deutsche. Aber was man natürlich hier überhaupt nicht vergessen darf in dieser ganzen Frage Rechtsanwendung, es sind ja nicht nur die Verträge maßgeblich, sondern vor allem auch die Urteile vom Europäischen Gerichtshof. Und der Europäische Gerichtshof hat seit Jahren gnadenlos den Vorrang des EU-Rechts vor nationalem Recht in allen seinen Entscheidungen durchgesetzt. Und das ist dann sozusagen die Praxis. Das macht er seit 1964, obwohl es erst seit dem Lissabon-Vertrag in den Verträgen steht. Ja, so ist es, genau. Nicht? Also das muss man sehen, ja. Vor allem natürlich auch die neoliberale Wirtschaftsverfassung, die steht ja in dem Sinn eigentlich nirgends. Ich meine, wenn man jetzt die vier Grundfreiheiten hernimmt, da steht sie schon. Aber der EuGH handhabt das natürlich total rigoros. Es wird kein Bestimmungslandprinzip anerkannt, wie es zum Beispiel in der Welthandelsorganisation der WTO sehr wohl möglich ist. Wir würden ja WTO-Mitglied bleiben, wenn wir aus der EU ausscheiden. Und es wird nur das Herkunftslandprinzip anerkannt vom Europäischen Gerichtshof. Und das bedeutet, dass kein Land seine hohen Produktionsstandards, sei es jetzt im arbeitsrechtlichen Bereich, im arbeitnehmerrechtlichen Bereich oder im ökologischen Bereich halten kann, weil Tür und Tor geöffnet ist, Billigimporten, die eben mit Substandards hergestellt werden. Das ist ja einer der Hauptgründe, warum wir so viel produzierende Betriebe verlieren. Die werden dann alle in Billiglohnländer verlegt, das wird ja in Deutschland nicht viel anders sein. Und überbleiben nur ganz wenige Betriebe und viele Arbeitslose bei uns. Wir haben ja eine massiv steigende Arbeitslosigkeit. Wir haben jetzt die höchste Arbeitslosigkeit in der gesamten Zweiten Republik. Das ist natürlich auch eine extrem besorgniserregende Entwicklung. Und wenn wir aus der EU wieder austreten, dann bleiben wir trotzdem automatisch WTO-Mitglied und dann kann das Bestimmungslandprinzip wieder eingeführt werden. Das würde unserer Volkswirtschaft enorm helfen. Vor allem, man redet ja oft auch von nicht-tarifären Handelshemmnissen, also Freihandelsverträgen. Ich,
Ich frage mich, ob bei dem Herkunftslandprinzip, also gelten dann auch die Sozialvorschriften, die Umweltvorschriften, die Produktsicherheitsvorschriften und so weiter, alles von dem Herkunftsland? Sicher. Die Firma, ja. Ja, das läuft ja heute so, nicht? Und das ist ja eben genau das Problem, nicht? Und das ist für die Großkonzerne, die Transnationalen, natürlich eine unheimliche Verlockung. Die produzieren dort, wo es eben keine solchen Standards gibt und verkaufen, aber dann dort, wo die hohen Standards sind und unterbieten damit die örtliche Produktion spielend. Und da kann kein Unternehmer, der es ehrlich meint, in irgendeiner Weise mithalten. Das ist aber eine total ungesunde Entwicklung, die ja vor allem auch den Entwicklungsländern selber am Kopf fällt, weil so wird es bei denen nicht besser werden. Jetzt scheint das der EU ja noch nicht zu reichen. Die verhandeln ja gerade an drei Freihandelsverträgen, wobei sie eins scheinbar fertig ausgehandelt haben, das ist Vertrag CETA mit Kanada, TTIP mit den USA und TISA, ich glaube mit 22 weiteren Nicht-EU-Mitgliedstaaten. Was wissen Sie darüber? Ja, man weiß ja nicht sehr viel, nicht, weil das ja alles geheim sich abspielt und die Regierungen das ja auch sogar irgendwie leugnen. Man hört so hinter den Kulissen, es hätten die Regierungen sowieso schon zugestimmt, die Nationalen. Die sagen es nur zu Hause noch nicht. Also das werden wir sicher viel zu spät erfahren, was da überhaupt beschlossen wurde und wenn, dann ist es schon ein Fait accompli und man kann sowieso nichts mehr ändern dran. Und das ist ja genau eine Entwicklung, die für uns nur den Schluss zulässt, wir müssen aus der EU wieder austreten, damit wir nicht überhaupt in jeder Hinsicht hintergangen werden als Bürger. Ich finde ja alle diese Verträge, weder der Lissabon-Vertrag noch der Nizza-Vertrag noch der Amsterdam-Vertrag, sind ja alle nicht bei der Bevölkerung abgestimmt worden. Das ist ja sowieso schon undemokratisch gewesen und ist auch ein Verstoß gegen die österreichische Bundesverfassung. Und wenn dann jetzt der gesamte Handelsbereich auch noch hinter den Kulissen abgeschlossen wird, über die Köpfe der Bürger hinweg, dann kann man überhaupt nicht mehr von Demokratie sprechen. Seit dem Lissabon-Vertrag ist, ich glaube im EU-Vertrag ist es geregelt, der Außenhandel alleinige Zuständigkeit der EU. Also kann die EU zumindest alleine, ohne die mitgliedstaatlichen Parlamente, um Erlaubnis zu fragen, zumindest aushandeln, internationale Handelsverträge. Die Frage ist natürlich, kann die EU die auch alleine abschließen? Muss da nur das Europaparlament zustimmen oder auch die nationalen Parlamente? Gab es in Deutschland eine kontroverse Debatte? Naja, selbst wenn, ja. Also wenn man die Praxis kennt, ja, das Europaparlament, man müsste eigentlich sagen EU-Parlament. Europaparlament ist ja schon der falsche Ausdruck, nicht? Das EU-Parlament, ja, hat ja die wichtigsten Beschlüsse trotzdem alle immer nur abgenickt. Ja, sitzen dort, das sind ja letztlich auch die großen Fraktionen, die da das Sagen haben. Und in den Parlamenten ist es im Grunde genommen ja nicht so viel anders. Denn die Parlamente hätten ja früher schon die Volksabstimmungen durchsetzen können bei diesen Verträgen und haben es eben nicht getan. Also ich sehe die Hoffnung sehr klein, dass es jetzt bei den Freihandelsabkommen sein soll. Denn die Dominanz der USA im ganzen politischen Bereich ist ja mit Händen zu greifen. Man braucht sich ja nur die Entwicklung in der Ukraine anschauen. Es ist doch ungeheuerlich, dass ein neutrales Land wie Österreich Wirtschaftssanktionen gegen Russland mitträgt, ganz offiziell. Wirtschaftssanktionen sind nichts anderes als ein Wirtschaftskrieg und das ist fast immer in der Geschichte die Vorstufe zu einem echten Krieg gewesen. Und bitte sind wir uns eigentlich im Klaren, was ein Krieg der EU gegen Russland, der USA gegen Russland mit der EU im Schlepptau, das heißt also auch mit unseren Ländern im Schlepptau eigentlich bedeutet? Ich glaube, das überlebt keiner. Ja, eben, nicht? Also man ist sowas darf man doch nicht einmal im Entferntesten in den Raum stellen. Und wenn man aber viele Aussagen der führenden Politiker, vor allem auch amerikanischer Politiker und NATO-Politikern der letzten, ich weiß nicht, des letzten halben Jahres sich vor Augen hält, dann ist das für die ganz normal, dass man auch einen Krieg mit Russland in Erwägung zieht. Also da müssten ja alle Alarmglocken läuten und wir müssten alle auf der Straße sein und dagegen protestieren. Aber unsere Medien transportieren das viel zu wenig, damit ist das den Bürgern nicht so bewusst, was da eigentlich abläuft. Wie wäre die Situation Österreichs denn, was den Ukraine-Konflikt angeht, besser? Was könnte Österreich denn mehr beitragen zur Stärkung des Weltfriedens, wenn Österreich aus der EU austreten würde? Naja, Österreich müsste eine Position vertreten, die natürlich keiner Seite zugeneigt ist. Das ist ja der Sinn der Neutralität, so wie es ja letztlich die Schweiz auch macht.
Und wir wären dann eben ein Ort, wo man auch wirklich verhandeln kann, wo alle sich treffen können. Und wir müssten unsere Stimme immer erheben, ja, dazu, dass das Völkerrecht eingehalten wird. Und das Völkerrecht ist ja in dieser ganzen Entwicklung nicht eingehalten worden, denn es war ja diese ganze sogenannte Revolution in der Ukraine ganz offensichtlich vom Westen finanziert. Da sind ja tausende NGOs dort tätig gewesen und bezahlt, ja, von Finanziers aus dem Westen, aus den USA in erster Linie. Das ist ja schon an sich keine demokratische Entwicklung gewesen. Und ein Landesteil, sagen wir so, wie die Ostukraine jetzt zum Beispiel, hat völkerrechtlich jedes Recht dazu, Autonomie zu verlangen. Und es hat auch das Recht, es gab ja dort auch eine Volksabstimmung, einen neuen Staat auszurufen. Das ist in der UNO-Charta völlig gedeckt. Das Selbstbestimmungsrecht der Völker steht vor dem Selbstbestimmungsrecht der Staaten in der UNO-Charta. Und das darf man keinem Volk verwehren, wenn man das Völkerrecht einhält. Und das tut die Politik des Westens derzeit absolut nicht. Dazu könnte ein neutraler Staat aber aufrufen, die Einhaltung des Völkerrechts wahrzunehmen. Und wenn es solche Stimmen mehrere gibt, dann, ja, die würde es ja dann geben, dann wird das auch Wirkung haben. Und das fehlt eben jetzt. Es gibt eine Resolution der UNO, die ist allerdings schon eine ganze Menge Jahre alt, die sagt eben, dass die Souveränität der Staaten, Artikel 2 Absatz 1 UNO-Charta, grundsätzlich stärkeres Gewicht hat, grundsätzlich, als das Selbstbestimmungsrecht der Völker, glaube ich, in Artikel 1 Nummer 2 UNO-Charta, aber dass es eben Ausnahmen gibt, dass also, wenn sich jetzt ein Volk unabhängig erklärt, das gewichtiger sein kann, wenn es halt ein gewisses Maß so an Unterdrückung gibt gegenüber dem Volk. Ja, so ist es. Nicht gut, das ist natürlich dann Sache der Bevölkerung letztlich. Ja, dazu sind ja Volksabstimmungen da. Und es ist unverständlich, dass das sogenannte demokratische Westen Volksabstimmungen nicht mehr anerkennt. Wo kommen wir da eigentlich hin? Was interessant ist, es gibt ja dieses... Es gibt ja dieses Gutachten über den Kosovo, ob der Kosovo, wo gefragt worden ist, ob der Landtag praktisch von Kosovo eine Unabhängigkeitserklärung machen durfte. Und da hat damals der Internationale Gerichtshof gesagt, er ist nur gefragt worden, ob er sich unabhängig erklären durfte, Kosovo. Und da hat er gesagt, ja, die Erklärung durften sie abgeben, aber es wurde nicht gefragt, ob der Kosovo jetzt unabhängig ist. Er durfte nur die Erklärung abgeben. Ob daraus die Unabhängigkeit resultiert, ist der IGH nicht gefragt worden und durfte nicht beantworten. Und er hat es nur völkerrechtlich damals beantwortet, nicht nach Verfassungsrecht. Ja, aber gut, aber diese staatliche Souveränität des Kosovo ist auch erkannt worden vom Westen. Warum dann nicht die Krim zum Beispiel? Ja, da ist ja der Fall noch eindeutiger. Ja, und warum auch nicht in der Ostukraine? Ja, man könnte ja dort zumindest auf eine Autonomie hinarbeiten. Es könnten ja ganz normale Autonomieverhandlungen stattfinden. Also, dass dort ein blutiger Krieg mit vielen, vielen Opfern in der Zwischenzeit und großen Zerstörungen auch an der Zivilbevölkerung stattfindet. Also, das ist ja wirklich eine Schande unseres Jahrhunderts bereits. Seine Exzellenz, der österreichische Bundeskanzler Herr Faymann hat sich ja kritisch geäußert zu den Sanktionen gegenüber Russland, mehr als die meisten anderen Regierungschefs in der EU. Und das, obwohl er, soweit ich mich entsinne, bei Bilderberg-Konferenz letztes Jahr gewesen ist, wo es auch um die Ukraine ging und andere Besucher eher sehr harte Töne gegenüber Russland geäußert haben. Ich frage mich, ob Österreich vielleicht auch innerhalb der EU schon eine Position hat, die stark genug für den Frieden ist. Naja, das ist eben wegen der Neutralität. Er musste sich so äußern, weil in Österreich natürlich die Bevölkerung stark hinter der Neutralität steht. Wir haben ja selbst als Initiative Heimat und Umwelt auch eine Resolution in der Ukraine-Frage verfasst. Die ist auch an den Bundeskanzler gegangen, an den Bundespräsidenten, alle offiziellen Staatsträger. Wir haben auch an die UNO geschrieben, an den Europarat und so weiter und haben die Position dargelegt, völkerrechtlich, dass man das bitte beachten möge, wie die Lage wirklich ist. Und in Österreich hat es viele solche Stimmen gegeben, auch von anderen Seiten. Und das hat eben schon eine gewisse Wirkung jetzt auch gehabt. Nur man weiß natürlich nie, wie sehr das nicht alles nur Sonntagsreden sind, ja. Und
wie sehr der Bundeskanzler da wirklich dahinter steht. Aber immerhin, eine kritische Stimme diesbezüglich ist auch schon etwas wert. Aber besser wäre natürlich gewesen, die österreichische Regierung hätte die Sanktionen nicht mitgetragen. Denn offiziell trägt sie sie ja doch mit. Wenn sie nicht in der EU wäre, hätte sie sie ja gar nicht mittragen können in der Form. Ist es, ganz genau. Und das ist eben auch außenpolitisch das Ziel, ja. Es ist einfach so, in dem Moment, wo es eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU gibt, kann man als einzelner Staat die Neutralität natürlich nicht mehr leben. Die Neutralität ist ja in erster Linie auch ein außenpolitisches Instrument und dazu gehört eine eigenständige Außenpolitik. Und es gibt ja auch eine eigene ständige Sicherheitspolitik. Das deutsche Verfassungsgericht hat nur untersagt, dass man es für Angriffskriege verwendet, aber Angriffskrieg heißt ja, dass man irgendwo einmarschiert, wo die dortige Regierung das nicht will. Aber es kann ja sein, dass andere Regierungen einen zu Hilfe rufen, mit denen man gar nicht verbündet ist. Genau, so ist es, richtig, ja. Und das ist ja eigentlich auch schon ein Unterlaufen der Neutralität. Natürlich, natürlich. Die Neutralität ist mit dem EU-Beitritt de facto schon abgeschafft gewesen. Heimlich, still und leise. Man hat zwar bei den EU-Beitrittsverhandlungen einen Neutralitätsvorbehalt gemacht, einen sogenannten seitens der österreichischen Regierung, der ist aber von der EU in keiner Weise übernommen worden oder in irgendeiner Form bestätigt worden. Auf das hat man dann einfach verzichtet. Also da hat das Unheil schon begonnen. Es ist natürlich dann verschärft worden durch die weiteren Verträge. Aber es ist durch den EU-Beitritt als solches automatisch die Neutralität verloren gegangen, weitgehend. Aber nur, wir wollen sie wieder zurückhaben. Sie besteht ja nach wie vor, sie ist nach wie vor geltendes Verfassungsgesetz. Und in dem Moment, wo die EU-Verfassung, der Lissabon-Vertrag für uns nicht mehr gilt, können wir das wieder voll in Kraft setzen. Und das fordern wir auch. Wird die Weltkonferenz aussprechen, und zum Ablauf noch was fragen. Ich wollte noch fragen zu einem Freihandelsabkommen. Es gibt ein Verhandlungsmandat, allerdings nicht mehr ganz aktuell, also zumindest könnte es inzwischen überholt sein zum Teil, weil es noch datiert vom 17.06.2013 der EU-Kommission, was die EU-Kommission bei TTIP anbieten will und was vor allem hier sehr stark in der Kritik ist, sowohl bei TTIP als auch bei CETA. Man will ja diese Schiedsgerichte machen. Also wenn man mit Drittstaaten Handelsstreitigkeiten hat und zwar in der Form, dass ich für ein Land, was Investitionen gemacht hat, sich die Situation schlechter darstellt als zum Zeitpunkt, wo sie halt die Investitionen beschlossen haben. Wenn man jetzt zum Beispiel, was weiß ich, die Lohnnebenkosten erhöhen oder die Umweltmaßnahmen teurer werden, dass man dann Schadensersatz fordern kann von dem Staat, der halt Gesetze macht, die für den Investoren ungünstiger sind als zu dem Zeitpunkt, auf den der Investor dann vertrauen durfte. Wie sehen Sie das mit diesen Schiedsgerichten, die man da machen will? Das ist ja überhaupt unerhört, dass man überhaupt daran denkt, solche Regelungen einzuführen, denn damit wird der Bürger und die Umwelt ja für vogelfrei erklärt. Also das ist ja praktisch dann wie im 19. Jahrhundert, das ist wie ein Feudalsystem. Früher waren es halt die Adeligen und die Kirche, die alle Rechte in der Hand hatten und jetzt sind es dann eben die Konzernunternehmer. Die können dann alles bestimmen, die können sich über alle nationalen Regeln hinwegsetzen und diese Regeln werden ja nicht zum Spaß erlassen, sondern zum Schutz der Bevölkerung, zum Schutz der Gesundheit, zum Schutz der Natur, zum Schutz der Pflanzen, der Tiere und so weiter. Ja. Also, dass man sowas aushebeln kann, dann erklärt man einfach wirklich die Chefetagen der Konzerne zu den neuen Herren der Welt. Und das kann es doch bitte nicht sein. Also sowas ist undenkbar in meinen Augen. Mit der Demokratie ist das unvereinbar. Total. Es werden ja die Regelungen nicht verboten, nur man muss den entgangenen Gewinn dann bezahlen. Ja, schon, aber ich meine, das läuft ja dann de facto hinaus, ja, dass sich kein Land mehr trauen wird, irgendwelche Gesetze einzuführen, die den Schutz der Bevölkerung ermöglichen und nicht nur den Schutz der Investitionen. Das wäre ja dann die Diktatur des Kapitals zum Quadrat. Das heißt Investitionen. Das heißt, wer das Geld hat, schafft dann an und kann sich die Gesetze machen, wie er will. Wenn irgendwelche Gesetze unangenehm sind, dann wird das halt eingeklagt, nicht? Und sein finanzieller Schaden, sein möglicher, sein potenzieller sozusagen finanzieller Schaden steht dann über allen anderen menschlichen Bedürfnissen.
Und vor allem der Rechtsweg. Ja. Kommt man nach so einem Schiedsgericht dann noch in den nationalen Rechtsweg wieder zurück? Das genau. Ne? Das würde ja bedeuten zum Beispiel, ja, dass dann ein Bürger ja müssten dann irgendwo in Delaware oder ich weiß nicht, sonst irgendwo in einer Steueroase in der Welt, dort müssten sie dann prozessieren, um ihre Gesundheit in irgendeiner Form noch halbwegs retten zu können. Also das würde ja die Existenz von Staaten de facto überhaupt weltweit aufheben. Man soll sagen, was man wirklich tut und es nicht so verstecken hinter so Begriffen wie Freihandel. Dieser Begriff klingt so positiv und die Menschen glauben, das ist was Nettes und Schönes. Aber in Wahrheit ist es, wie gesagt, die Diktatur des Kapitals. Wenn jetzt Österreich aus der EU austreten würde, Österreich wäre ja noch WTO-Mitglied, wissen Sie, was dann mit der EFTA-Mitgliedschaft würde, soweit ich mich entsinne? Wir würden das befürworten, die EFTA-Mitgliedschaft, das wäre eine der Möglichkeiten, die man dann ins Auge fassen könnte. Die Schweiz ist ja nach wie vor bei der EFTA, auch Norwegen, Island und so weiter. Und es gibt da viele Assoziationsabkommen, auch mit Überseestaaten. Man kann einen beträchtlichen Teil des Außenhandels auf diesem Wege miterledigen. Die EFTA ist eine sehr sparsame, kleine Organisation und da gibt es Einstimmigkeitsprinzip. Und was bei der EFTA vor allem wichtig ist, im Nahrungsmittelbereich erkennt die EFTA die nationale Souveränität an. Ja, und das ist extrem wichtig, denn bei der Lebensmittelproduktion gibt es halt einfach gewaltige Unterschiede von der Naturlandschaft her. Es können nicht überall zu den gleichen Produktionsbedingungen produziert werden. Und dass ein Land sich aus eigener Kraft ernähren möchte und kann, das wird in der EFTA eben anerkannt. Da ist der Freihandel sozusagen ausgenommen. Das ist dann vor allem auch wegen der Gentechnik wichtig. Ja, zum Beispiel, natürlich. Ja. Zweifellos, ja. Und die EFTA-Mitgliedschaft heißt auch nicht, dass man da keine Grenzen mehr haben darf, wie das ja bei der EU der Fall ist. Nicht? Die Schweiz hat ja eindeutig Grenzen. Also das sind eine Menge Punkte. Die EFTA ist eben einfach keine politische Union, sondern sie ist eben nur ein Handelsverein und das ist ein großer Unterschied. Wer unterstützt denn maßgeblich das Volksbegehr noch außer der Initiative Heimat und Umwelt? Ja, wir sind ein Personenkomitee, ein überparteiliches, unabhängiges Personenkomitee. Es sind eben verschiedene Persönlichkeiten, es sind nicht Parteien in dem Sinn, ja, sondern eben Organisationen. Eine Tierschutzorganisation ist dabei, eine Initiative für direkte Demokratie. Es ist ein sehr bekannter Ressourcenökonom, Professor Wohlmeier, auch mit im Sprecherkomitee und die Frau Dr. Barke, eine Wiener Rechtsanwältin auch. Also es sind eben unabhängige Persönlichkeiten, die sich da zur Verfügung stellen. Und diese 10.000 Erstunterzeichner, die es ja bereits gibt im Volksbegehren, sonst wäre es ja gar nicht zustande gekommen, eben nach außen hin zu repräsentieren. Und wir hoffen, dass jetzt natürlich sehr viel mehr Leute unterschreiben werden, ist ja klar. 100.000 müssen es ja mindestens werden. Von 24. Juni bis 1. Juli ist die offizielle Eintragungswoche. Und da werden wir dann sehen, nicht? Es sollten halt möglichst viele mit tun, damit es dann auch wirklich ein politisches Gewicht hat. Dieses Jahr, Ende Mai, findet in Österreich auch die Bilderberg-Konferenz. Nee, Anfang Juni. Entschuldigung, Anfang Juni bekomme ich gerade mitgeteilt. Vom 8. bis 9. Vom 8. bis 9. Juni die Bilderberg-Konferenz statt. Bilderberg ist so etwas Ähnliches wie ein Think Tank. Das heißt, da treffen sich immer Leute von großen Banken, Medien, auch Konzerne der Realwirtschaft, Politiker werden eingeladen. Und dieses Jahr treffen sie sich in Österreich am 8. bis 9. Juni. Sehen Sie da eine mögliche Auswirkung? Ja, das kann schon sein. Aber wir müssen immer bedenken, wo unsere Ebene liegt. Und unsere Ebene ist einfach das Volk. Und überlegen wir mal, was Demokratie heißt. Demokratie heißt ja nicht, das Volk herrscht. Das wird immer nur so behauptet. Das ist ja de facto unmöglich. Das geht schon von der Praxis her gar nicht, ja. Sondern es heißt eben wörtlich, das Volk ist stark, das Volk hat das Sagen. Und das müssen wir, glaube ich, alle miteinander lernen. Wir müssen einmal als Bevölkerung verlangen, was wir wollen. Wir müssen dann auch Verantwortung dafür tragen. Und das eben auf allen Ebenen, wo wir irgendwie möglich geltend machen, dann sind wir als Volk eben das Gegengewicht, so zum Beispiel der Bilderberger Konferenz oder auch verschiedenen anderen ähnlichen, mehr oder minder geheimen Zusammenkünften. Das eine ist halt die Haute
das natürlich in 700 Jahren gelernt. Bei uns ist es ja nicht einmal noch 100 Jahre. Also wir arbeiten daran, dass diese Think Tanks hinter den Kulissen nicht mehr alles alleine bestimmen können, sondern das Volk sich entsprechend auf die Füße stellt. Gerade Bilderberg lernt, deswegen habe ich das Beispiel gebracht, noch wegen der zeitlichen Nähe. Bilderberg lädt ja in der Regel auch Spitzenpolitiker und führende Wirtschaftsleute aus dem Land ein, wo sie sich treffen. Und es ist eigentlich auch immer jemand von der EU-Kommission mit dabei. Und die werden sich natürlich, denke ich, auch sehr dafür interessieren, wie das Volksbegehren ausgeht. Ja, kann schon sein, ja. Aber in erster Linie ist es wichtig für uns selber, dass wir stärker werden, dass wir gemeinschaftlich auftreten lernen, ja. Und dann, wie soll ich sagen, ja, man kann hinter den Kulissen laufen, was will, wenn die Bürger einen entschlossenen Willen entwickeln und wenn sie sich natürlich auch sachkundig machen, das ist schon wichtig. Wir haben viele Jahre hindurch viele Publikationen unter das Volk gebracht, immer wieder auch Veranstaltungen auf Video aufgenommen und so weiter, Fachreferate etc. immer abgehalten, damit eben Wissen auch entsteht und Wissen ist auch Macht, oder? Das ja. Weisen Sie sicher mit Ihrer Sendung ja auch, nicht? Sie tragen ja auch dazu bei, dass das Wissen steigt und dann können wir, glaube ich, schon Parole bieten. Wo kann man weitere Informationen bekommen über das Volksbegehren? Ja, also am besten wahrscheinlich bei der Internetseite, nicht? Die heißt jetzt eben www.volksbegehren-eu-austritt.at. Da ist immer halt das der aktuellste Stand. Oder man wendet sich direkt an uns, an die Initiative Heimat und Umwelt. Ja, wir haben natürlich eine Postadresse. Es gibt eine Telefonnummer. Ich weiß nicht, ob ich das durchgeben soll jetzt. Ist das sinnvoll? Sonst findet man sie auch im Netz und auf der Volksbegehren. Denke ich nicht. Seite. Ja, auf jeden Fall. Nicht? Also wir werden jetzt natürlich auch viele Aktionen unternehmen zur Verbreitung des Volksbegehrens. Es gibt natürlich Flugblätter, Aufkleber, es wird Plakate geben. Und wir schauen, dass wir das jetzt dann schon ordentlich in die Breite tragen. Wir machen natürlich auch immer Pressekonferenzen jetzt so in Abständen von 2-3 Wochen zu speziellen Themen, die mit der EU im Zusammenhang stehen und die werden dann auch dokumentiert in Filmen und so weiter und die werden dann eben auch verbreitet, zum Teil auch auf der Internetseite. Vielen Dank für das Interview. Ja, gerne.